Großer Bahnhof für Martin Unterberger, den Bronzemedaillengewinner der Berufsweltmeisterschaft in Leipzig. Auf dem Kirchplatz wurde der erfolgreiche WM-Teilnehmer von der Bundesmusikkapelle Oberau festlich empfangen. Mit dabei natürlich seine Eltern, Froni und Toni Unterberger, Bürgermeister Rainer Silberberger mit seinem Gemeinderat und seine Sangesbrüder vom Männerchor. In eine Gemeinde einen Gemeindebürger mit so einem Empfang begrüßen darf, da stimmt es nicht nur die Gemeinde fröhlich, sondern auch ein Bürgermeister. Und Obmann Joch Weisbacher begrüßte das aktive Mitglied des Männerchores Oberau auf seine Art und Weise. Zahlreiche Gäste waren bei der Begrüßung auf dem Oberauer Kirchplatz mit dabei und der frisch gebackene WM-Dritte Martin Unterberger hatte mehrmals Tränen der Rührung in den Augen. Und dann erzählte Martin Unterberger über die so erfolgreiche Weltmeisterschaft, das damit verbundene Training, der Tagesablauf in Leipzig und so manch andere nette Episode. Also wir sind in der Erwartung hingegangen, weil wir relativ viel trainiert haben auch, und wir haben uns auch viel zurückgelegt in der Vorbereitung. Und unser Ziel war zwischen 1 und 5, also unter dem 5. Platz wollten wir eigentlich nicht rutschen. Wir sind um 7 Uhr aufgestanden, frühstücken, sind ins Messegelände gefahren. Und um 20 nach 8 haben wir unseren Platz sehen müssen. Auf dem eine halbe Stunde mit unseren Experten noch mal reden dürfen, wie wir wo es tun, weil es ist das da, weil darf man mit unseren Experten nicht reden. Und auf die 10 Minuten, also Aufwärmübungen gewesen mit so Kanadierinnen, sind eh ganz fest gewesen. Da haben wir so ein bisschen Samba tanzt und Cha-Cha-Cha und in totaler Chaos, aber jetzt sind aufwärmen und auf die Sorbeten losgegangen. Schlicht Genauigkeit, Sauberkeit am Arbeitsplatz, die Sicherheit, also Schutzbrünn, Knieschoner, Gehörschutz, Handschuhe. Und halt, dass auch auf die anderen Leute geschaut wirst, weil es sind ja 2-3 Meter rum, es sind ja die Zuschauer gegangen, dass du nicht zu ihr gehst und dann stehst du da hinschluckst oder da das Zeug hinschmeißt. Dass halt einfach sauber ist, alles genau ist und einfach, dass alles picobello ausschaut. Wir haben gar nichts gewusst und ich hätte mir auch nie gedacht, dass wir nicht etwas reißen, weil wir haben uns relativ schwer drum im Projekt, weil es hat sich ein bisschen was gewährst auch. Und also ich bin voll erstaunt auf die Bühne aufgegangen, mir hat das so gefreut. Also für mich ist das wie ein erster Platz gewesen. Dass Martin Unterberger nicht nur ein großartiges Vorbild für die Jugend ist, sondern dass das Handwerk goldenen Boden hat, davon ist Bürgermeister Rainer Silberberger überzeugt. Der Martin Unterberger, bin ins auch bekannt als der Riedinger. Er ist in erster Linie mal eine coole Person. Ist für mich, würde ich sagen, schon ein Vorbild auch für die junge Leute jetzt hat. Und ist für mich auch ein Zeichen, dass das gute alte Handwerk, dass das schon sehr etwas ist, was man eigentlich verfolgen sollte. Und abschließend hat Martin Unterberger noch einen Tipp für die jungen Menschen, die Ähnliches erreichen wollen. Dabei bleiben und das auch probieren. Einfach, wenn man keine Ahnung hat, wie man das erreichen kann, oft einfach. Es gibt, du kannst ja überall nachschauen im Internet, du kannst mit Leuten reden, einfach sie in Verbindung mit Leuten setzen, die sie da auskennen. Und oft einfach, wenn dann das Freude, es muss Freude machen, also nicht mehr und hinterher, sondern es muss da Freude machen. Weil ich habe das nicht gemacht, ich habe da nicht freiwillig trainiert, sondern ich wollte trainieren. Ich habe das aus meinem Ding außer du und das sollte auch jeder selber wissen, ob einem das gefreut. Und wenn es nicht gefreut hat, muss man einfach dabei bleiben. Ein super Typ. Bescheiden, nett, ehrlich und auch dankbar wie Martin Unterberger. Ein Vorbild in jeder Beziehung, dem man diesen großen Erfolg von Herzen gönnt.